Willkommen zurück auf ungeschminkter Blackscreen und heute kommen wir zu einem Thema, über das wir eigentlich so gerne reden wollen wie CDU-Politiker über ihre Nebeneinkünfte. Ich weiß, es ist schwer, pünktlich zu Ostern wird gewissermaßen rumgeeiert und anstatt die Eier dieses Jahr zu verstecken, schlägt das Sicherheitskonzept der Politik diesmal vor, uns zu verstecken. Statt einem Lockdown oder harten Lockdown oder Blitzlockdown wird einem das Ganze nun aus der Abteilung Hölle der Löwen als super mini Oster Wellenbrecher Lockdown verkauft. Jetzt zuschlagen, unverbindliche Preisempfehlung, bevor man sich sowieso bald nichts mehr leisten kann. Man hat es jetzt quasi mit diesem Mini-Super-Lockdown an Ostern geschafft, eine Lösung zu finden, die psychologisch an die Substanz geht und in der Praxis auch komplett wirkungslos sein wird. Der Lebensmittelhandel soll grünen Donnerstag schließen und nur am Kar-Samstag geöffnet bleiben und unter den Euphemismus Ruhetag verkauft werden, was das Ganze noch etwas absurder macht. Sag mal, wann haben eigentlich Ministerpräsidentinnen wohl das letzte Mal vor einem Feiertagswochenende den Familieneinkauf bewältigt? Na, ist einfach mal so ein dreiwöchiger Kackpappemangel deswegen, aufgrund von panischen Hamsterkäufen, bis die Leute wieder ruhiger durch die Hose atmen. Die Macher von Walking Dead freuen sich jetzt schon, das Geschehen vor den Supermärkten für ihre neueste Staffel zu filmen. Was sagt Merkel gleich nochmal dazu? Eine echte Fehlleistung, Obi. Nein, nicht alles. Immerhin kann man ja am Donnerstag noch nach Mallorca zum Einkaufen fliegen, um sich dort dann zumindest mit ganz vielen regionalen Biomarken einzudecken. Wir stecken in einer Sackgasse. Jetzt machen wir also so eine Art harten Mini-Oster-Lockdown, der epidemiologisch eigentlich gar nichts bringt, anstatt einfach mal konsequent für 2 bis 3 Wochen einen harten Lockdown der Wirtschaft zu machen, wo statistisch gesehen auch die meisten Fälle sind, der auch wirklich mal die Fallzahlen senken würde, wie viele schon seit November, seit Ewigkeiten vorgeschlagen haben. Stattdessen erneut Wischiwaschi, der ohne die Steigerung der Impfkapazitäten nichts viel bringen wird, außer dass wir bis in den Herbst hinein so weitermachen werden. Merkel sagt, es gehe darum, die dritte Welle ein Stück weit durchzubrechen. Ein Stück weit. Das hätte man schon seit Wochen, Monaten machen können. Und immer dieses ein Stück weit. Das ist so, als würde kleinen Kevin für die Klausuren immer nur die ersten 5 Seiten lernen, um das Thema ein Stück weit zu beherrschen, statt einfach mal alles zu lernen. Klar, es ist ein schwieriger Spagat, gefangen zwischen extremen kurzfristigen Lobbyinteressen, Querdenkern, besorgten Menschen, der Wissenschaft, dem eigenen Geldbeutel, Kompromisse zu schaffen. Aber glücklich wird mit diesen Entscheidungen absolut keiner und ausbaden dürfen das Ganze dann wieder die unterbezahlten Pflegekräfte. Ich meine, was ist das für eine Taktik? Denkst, du spielst Schach, aber du spielst nicht Schach, Digga. Du spielst Schach gegen dich selber. Und was halt echt hart ist, seit Monaten wird fast nur das Privatleben eingeschränkt, anstatt das Homeoffice noch viel mehr zu fördern. Bloß nicht den Berufsalltag möglichst tangieren. Seit Monaten habe ich das Gefühl, dass man nichts dazulernt. So werden die Zahlen nie senken und die Menschen werden immer unzufriedener. Dieses Hickhack, hier veranschaulicht anhand dieser Flasche, zeigt, dass es ständig nur hin und her geht. So bleibt es bei diesem Symbolbild. Bei Lockerungen steigende Fallzahlen und bei Lockdown sinkende Fallzahlen und so weiter. Als würde der Wirtschaft ein schnelles Ende der Pandemie nicht viel besser tun. Gut, das musste hier einfach mal kurz raus. Abonniert gerne den Kanal für noch mehr ungeschminkte Meinung. Schreibt auch gerne einen Kommentar drunter. Schön sachlich, weil wie gesagt, der gemeinsame Feind heißt immer noch Corona. Seid fair zueinander. Ja, und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt erstmal einen Tee trinken. Macht es gut. Ciao.